He just wants to get past his teammates, which he does. No, he's going to puncture. They made contact. So, hallo liebe Freunde des gepflegten Simracing. Heute mit einer weiteren Session aus USA, Trainingssession für unser nächstes Liga-Rennen. Das steht jetzt an am kommenden Sonntag, 6. Juni in USA, Austin, Texas. Wieder dabei heute, klar, wie immer, Hufi da an. Servus, Hufi da an. Servus, Wegmann. So, du brauchst noch Auto, bereit. Nein, du brauchst noch Auto. Ach fuck, wie kann ich nicht bereit? Okay, Auto ist gut, ja. Da hast du recht, das wäre nicht schlecht, ne? Mit Auto zu fahren, das wäre gut. Ja gut, du kriegst schon Auto, aber halt in der Williams. Echt? Ja, so wie ich das letzte Mal. Wo ich vergessen hatte, das Auto auszuwählen. Na, Williams will ich nicht unbedingt. Ich auch nicht. Nimm mal Weiche. Ich auch. So. Du wirst lachen. Das einzige, was blöd ist, mein Headset. Ist leer. Noch. Ja, lässt der wegen noch. Wie lässt der wegen noch? Ja, lässt der wegen noch. Ich habe zwar noch kein Info gekriegt, dass es leerer wird, aber ist auf niedrig. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Schlecht vorbereitet, ja. Das ist völlig richtig. Ja, und was heißt das jetzt dann? In einer halben Stunde ist leer. Dass ich dann, ja, wahrscheinlich. Da muss ich zwischendrin halt mal anstecken. Wahrscheinlich irgendwie. Ja. Ach so, oder reicht der Kabel bis rüber? Das sollte reichen, ja. Naja, dann. Also zumindest bis zur Steckdose eigentlich. Ja, also da kann ich dann zwischendrin, das funktioniert schon. Glaube ich. So. So, wir haben ja schon mal ein wenig Setup erstellt. Genau. Ich muss dazu sagen, ich hasse USA. Also die Strecke. Ja, ja. Also, ich hasse sie nicht, aber ich kann sie halt nicht. Ich bin also halt in USA einfach. Ja, ich bin halt da einfach grauenhaft. Ja, ich bin halt da einfach unglaublich schlecht. Ja. Also, ich bin da auch nicht der Beste drin irgendwie. Ich kann halt jetzt bloß hoffen, dass die anderen auch in den USA einfach nicht gut sind. Ja, das wäre schon, wäre was, ne? Ja, jetzt haben wir da unsere Siegesserie angefangen. Zumindest, also was heißt Siegesserie? Unsere Podiumsserie. Ne? Naja, sorry. Also ich habe gerade mal ein Podium. Ja, also ich. In 6 Rennen. Also ich. Ja, du, natürlich, ja. Aber nicht wir, ne? Ja, du fängst ja gerade an damit. Aha, ja. Ich weiß nicht. Naja, immerhin. Also USA könnte schon so zum Abreißen dieser Podiumsserie führen irgendwie. Naja, verschreißen nicht. Also USA finde ich von der Strecke her ist die, wenn man die sieht, ja. Also geht's mir, wenn ich das irgendwie jetzt bei YouTube sehe oder auch wirklich im Real Life in der Formel 1 sehe, denke ich, das ist ja voll easy peasy, ne? Das ist halt Strecken, da geht es ein wenig um die Kurven rum, ist schön, ne? Ja, es ist heftig, nur wenn du die Strecke fährst, wirklich, ja. Richtig, weil allein diese S's hinten, durch diese Hubbel und Hügel und Vertiefungen, die du da drinnen hast, wo du im Kurveneingang einfach mal einen Grip verlierst und sowas. Beim Einbremsen irgendwie halt auf einmal quer rumrutscht oder so. Ja. Der James sagt ja, auf der Strecke geht es zu 100% einfach nur um deine Linie. Ne? Sagt er, wenn du an einer Stelle deine Linie nicht hundertprozentig erwischst, kannst du das nicht mehr gut machen. Ja. Ja, und so ist es im Endeffekt. Ich meine, klar, der hat eh recht mit dem, was er sagt. Ne? aber ich merke das ja selber. Du, egal wo, wenn du einmal raus bist und einmal nimmer im Flow bist, dann ist wirklich vorbei. Ne? Ja, das ist halt, das ist echt krass. Das war beim vorherigen schon so in Japan, ne? Bei die S's. Wenn du da einmal dein Apex quasi nicht hundertprozentig erwischt, dann ist da auch vorbei. Ja. Und genauso ist es hier in den S's. Ja.
Ah je, naja, schauen wir mal, na, wenn da irgendwie was reißen. So, hörst du mich? Hör dich. Super. Ich habe bloß nämlich jetzt gerade mein Headset mal schnell angehängt. Jawohl. Wann fährst du oder was? Ich werde jetzt gleich mal rausfahren. Warte, sag Bescheid, dann fahre ich auch mit raus. Ich zieh bloß gerade meine Handschuhe noch an. Okay. Wie viel Sprit nimmst du mit? Ja, da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, siehst du. Warte Ich würde mal. so für 7 Runden, glaube ich, habe ich ungefähr. Ja, ich auch. 6,8. Ja, irgendwie sowas habe ich ja, glaube ich, auch. Ja. So, warte mal. Die Handschuhe, ey. Jawohl, der fährt Fährst du einfach schon? raus. Ne, ich nicht. Ich fahr Wie? jetzt. Ja, okay, ich jetzt auch. Ich habe bloß einen Motor gehört, deswegen habe ich auf rausfahren jetzt gedrückt. Nein, das will ich nicht. Ach so. Na, 8,4 habe ich dabei. Heiliges. Meine Pedale erstmal wieder. Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben, mit Hilfe der Temperaturtafel deiner MFA. Wir überwachen sowohl die Temperatur im Inneren als auch auf der Oberfläche. Die besten Leistungen erzielst du, wenn beide im Normalbereich liegen. Die Oberflächentemperatur fluktuiert jetzt meine schneller. Pedale. Also fahr ein paar Runden mit offener Tafel, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Was ist denn mit dem Album los, da? Kippenstände hinten rein. Pause drücken bei meinem Bremspedal. Jetzt hat, glaube ich, müsste es gehen. Warte mal. So. Bevor mir der Kunde neu fährt. Bei der Einführungsrunden Fight. Dass ich immer in der Kurve zu weit rauskomme, viel zu weit. Bringt uns auf P2. There's 4 laps of fuel remaining.
Jesus. Na, nix. Was hast denn du für Zeit? Warte mal, weiß noch nicht. Ein 36,2. Ich jetzt gerade auch. 1,35,8 hatte ich vorhin. Ich glaube, ja, ich 1,35,6 hatte ich vorhin.35,1 habe ich jetzt. Ich jetzt 1,35,6. Jetzt habe ich ungültige Runde. Muss an dem Stroll da vorbei. Wir machen ja. Ich finde die Kurve so mies, ne? Weil du nicht siehst, wo du einlenken musst. Was sagst du? Ich sage, ich finde die Kurve so gemein, weil du nicht siehst, wo du einlenken musst. Welche meinst du? Die erste. Ja, das stimmt. Sehe ich auch nicht, Leute. Der ist zu mir jetzt gerade reingefahren. So. Bin ein wenig vom Weg abgekommen, weißt du? Ach so. Umstand des Autos. Zustand des Autos.
Geht nicht. Ha? Geht doch, nicht. Geht. Doch. Eieiei. Boxenstopp. Boxenstopp. Pitting Whistler, then come into the pits at the end of this line. Diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Ich hab mich gerade schon angemeldet eigentlich bei dir. Ah ja. Mit einem geringen Treibstoffmodus unterwegs da. Oh, na, ich häng noch eine hier. Cool. Also ich nicht. Denke ich mal. Heute nur mehr auf Mediums raus, oder? Ja, ich hänge noch eine schnelle Mediums und dann gehen wir auf Softie. Ja, mach ich das. Mach ich jetzt auch, ja, ich komme rein. Also 1,34 wäre drin gewesen. Weil ich die S ist jetzt echt mega gut erwischt habe. 1,34,9 sowas. Okay. Cool. Aber ich habe die S ist jetzt auch richtig, richtig gut erwischt. Ich habe mir den S ist oben erst 3/10 rausgeholt. Habe aber halt dann insgesamt wieder 2/10 ungefähr verloren. Okay. Also nicht ganz 2/10. Was hast du jetzt gehabt? Ich bin ja nicht zu Ende gefahren, aber es wäre, wie gesagt, also ungefähr 1,34,95 irgendwas sowas gewesen. Also liebe Zuschauer, nicht wundern, ne, wenn es ab und zu mal wegen neblig wird am Bildschirm. Ne? Es ist nicht euer Monitor, ihr braucht keinen neuen kaufen. Ich bin ja hier bekennender Dampfer. Ne? Und intuitiv und instinktiv dampfe ich immer noch links und da steht aber meine Kamera. Also da nicht wundern, ne? Das ist dann hier meine Nebelmaschine, meine hauseigene. Meine hauseigene. Duftnebelmaschine quasi. Genau, exakt. Mit Lemon-Duft. So, na gut. Aha. Aha, klingt nicht gut. Nee.
Streckenbegrenzung halt, aber war zum Glück in der Einführungsrunde. Was? Bei mir auch. Ei. Meine Reifen zu Haas wieder. Mann. Ich habe jetzt wieder die SS Mega erwischt und dafür danach wieder verkackt. Ne? Mist. Meine Güte, echt. Das war der Spaß am Sundo. Mit Track Limits. Ja. Ja. Aber da sind wir sicher nicht die Einzigen. Ja gut, das glaube ich auch. Ah, Mist. Linie verloren. Oh mein. Oh! Wow! Was ist denn? Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen. Auf der Startziel habe ich mir voll das Auto angelangt. Flügel ist komplett im Arsch. Ui. There's three laps of fuel remaining.
Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Und? Mittendrin stehen nur dabei. Ha? Mittendrin stehen nur dabei. Ja, ich krieg da nichts hin mit Mediums. Es ist, ich fahr jetzt rein. Boxenstopp. Confirmed, we'll receive you at the end of the slab. Muss das echt, glaube ich, ruhig angehen lassen. Ich hab's das jetzt auch versucht, echt richtig ruhig angehen zu lassen. Nee, ich krieg also einfach, ich krieg, mein Setup ist Bombe mit Soften. Okay. Und mit Mediums krieg ich keine Geschwindigkeit zusammen. Also bei ich weiß nicht, was Rennen. Das ist. Ja, richtig. Beim Rennen wird auf jeden Fall auf Mediums rauslaufen, ne? Ja. Egal wie, außer du fährst Hatte, aber das macht's ja nicht besser. Das ist richtig. Mal gucken, Mensch. Ja gut, oder du bist mit Hatte halt auf einmal mega schnell. Und nur mit Mediums langsam. Kann da nicht so lustig sein. Kann, ja, nee, ich überlege gerade wirklich, ob das sein könnte, weil, naja, wobei, die Hatten haben halt... Nee. Die Hatten haben ja weniger Grip als die Mediums. Scheiße, was da läuft. Was ist denn jetzt für Schwierigkeitsstufe eingestellt eigentlich? 98. Ah ja, sehr gut. Jetzt fallen wir mit Software raus. Ja, warte mal, ich schau nochmal. Halt. Die nicht hin. Da arbeite ich hin. Ja, 98. Bin jetzt auch gerade mit Software draußen. Geht was bei dir mit Softie? Ja, ich hab gerade erst angefangen, mal gucken. Warum soll es dir besser gehen wie mir, ne?
1,33,6 wär's gewesen. Ist gut. Wieder 30,1. Alter, wir voll in der Flow verloren. Wie gesagt, einmal auf der Strecke in der Flow verloren, ne? Bist du raus. Ja. Aha. Schon wieder. Was denn? Immer an derselben Stelle? Nee, immer an derselben Stelle verliere ich irgendwie mein Flow. Noch Benzin für etwa 4 Runden. Und? Bei dir? Ja, Körperbesserung. Bislang. Okay. Was hast du?
1,33,7. Das ist gut. Also wenn ich mir jetzt für die anderen Seiten anschaue, ist das ehrlich gesagt grauenhaft. Echt? Ja, warte mal, ich sag dir mal, was die anderen fahren. Ich schau mal. So, also Leclerc und Perez zum Beispiel fahren 1,33,0. Ach ja. Hamilton dann 1,33,3, der Sainz 1,33,3, Ocon 1,33,4, Russell 1,33,4 und ich dann 1,33,7. Das ist schlecht. Das ist richtig. Das ist scheiße. Ja. Kacke. Ja. Ich bin zu langsam mit meinem Setup. Vielleicht muss ich da doch noch das eine oder andere Sträubchen drehen. Magst du vielleicht mal ich habe ja noch 6 Minuten. Ich bin eigentlich so ganz... Ich meine, du kannst mir das mal sagen, ja. Aber eigentlich bin ich hier so... Mir fehlt nur ein bisschen auf der Geraden. Glaube ich... Warte, aber wo Speed. Liegt deine Zeit im Vergleich zu mir? Sektor 1 verlierst nicht ganz ein Zehntel. Sektor 2 verlierst du 4 Zehntel. Sektor 3... Was ist denn Sektor 2? Sind auch die S's noch. Noch die S's. Die S's, die untere DRS und dann glaube ich die nächste Kurve noch. Dann kann es aber nicht an der Geschwindigkeit liegen. Nee. Also weil die S's, wir können ja mal abgleichen. Ich habe es schon rausgedrückt, ich will nur mal rausfahren. Achso, ja. Die letzten 6 Minuten nutzen. Wie es willst, ist doch wie raus, dann heute seid ihr Scheibsetter. Ja, wahrscheinlich. Das will ich halt rauswarnen. Ach Mensch, bei mir war es schon lange raus. Eieiei. Alter, was machst denn du? Ich hab nicht gedacht, dass du so bald bremst. Geht ja um was, ne? Ist ja schließlich Training. Eben. Und ungültig. Jawohl. Was aber ja wurscht ist, ne? Ja, aktuell noch, ja. Ich glaube, hier ist auch noch Sektor 2. Bis... Ja, glaub, bis wieder unten, hier. Bis rechts rum geht. Oder, ja, genau, oder so. Warte mal, willst du vorbei? Ich lasse dich vorbei. Ja, wenn du willst. Ja, danke. Aber ich will nicht hinter dem Leclerc darum eiern. Der Exit war gut. Einer nicht. Ah, Mann, ey.
Hast du das gewonnen gehabt, oder? Ja, ein bisschen, aber jetzt nicht die Welt. Ach Mensch. Naja. Warte, ich mal noch ganz kurz auf Stumm. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja. Mensch, fahr halt vorbei. Sag mal, was macht denn der? Gut. Naja, geht laufen. So. Pünktlich zu Trainingsende. Wieder da. Wieder da. Wieder da. Also, meine softe Runde war gar nichts. Ne? Das war für einen Eimer. Hey, wie eine softe Runde? Mein Versuch auf Soften überhaupt irgendwas zu reisen war für einen Eimer. Ich würde gern trotzdem mal mit dir Setup abgleichen. Mich würde einfach mal interessieren, was du hast. Können wir ja machen. Wollen wir das Training, das Qualifying als Trainingsqualifying quasi noch mit übertragen oder eher Ende jetzt? Ich glaube eigentlich eher Ende, oder? Würde ich auch fast sagen. Weil unser Qualifying ist ja klassisch mal wieder Sonntag, pünktlich um 19 Uhr. Genau. Wie jede zweite Woche. Genau. Race Day. Na. Race Day in den USA. Genau so ist es. Ja, Freunde des gepflegten Simracing, dann haben wir es schon wieder für heute. War ein kleiner Einblick in die Strecke Austin, Texas. Eine Trainingssession war da live dabei. Mehr gibt es dann am Sonntag wieder live auf Twitch ab 19 Uhr. 6.6. also vormerken, gleich eintragen. Na? Und da sind wir dann live, wie gesagt, auf Twitch aus Austin, Texas mit der F1 Online Liga Xbox. Und in der FH3. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Habt noch viel Spaß und wir freuen uns aufs Einschalten am Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Gerne auch abonnieren, würden wir uns freuen. Und die Glocke klingeln, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend. Bis dann, macht's gut. Servus. Ciao, ciao.